Real Talk. Aktuell bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich mir sagen muss, okay, ich drehe einen Schritt zurück, aber dennoch gleichzeitig einen Schritt vor. Ich habe jetzt die Möglichkeiten, Investments zu tätigen. Ich habe jetzt die Kontakte, die ich brauche, um wirklich mein Geld zu verdienen. Und ich habe auch die Mittel, dein Geld zu verdienen. Ein Stück weit. Also ich habe jetzt nicht so viel wie ein normaler Mensch, der arbeiten geht, sagen wir mal so, wie die breite Masse. Wird sich aber auch bald ändern, da ich jetzt durch Zufall, durchs Universum. Die Leute, die es verstehen, die wissen, was ich meine. Jobmäßig vorankomme. Also ich habe jetzt dann bald einen Vertrag, sehr wahrscheinlich, der in sehr naher Zeit in Richtung in Richtung Vertrag geht. Und diese Situation wird so sein, dass ich etwas mehr verdiene. Also ich werde dann ungefähr so 1100 Euro mehr haben. Und ja, ich lege das offen, weil ich will einfach auf meinen Kanälen, wie ich ja auch schon gesagt habe, auf meinem YouTube-Kanal, bitte folgen, abonnieren, teilen nicht vergessen, dass es in die Welt geht. Auf jeden Fall, ihr kennt es bei allen anderen, wie es geht, Plusweg und so weiter. Dass ich jetzt hingehe und sage, okay, ich gehe jetzt diesen Schritt vor, ich gehe diesen Schritt zurück. Zurück ist, ich gehe zum Angestelltenverhältnis, wo ich noch nie wirklich so war, wie ich verdienen hätte können. Weil ich habe damals nicht viel verdient. Vergangenheit, bla bla bla. Auf jeden Fall, dieses Mal verdiene ich dann normales Gehalt. Und jetzt suche ich den Wäschekorb gerade. Gefunden. Auf jeden Fall ist es dann so, dass ich arbeiten gehe. Ich verdiene dann mein Geld. Ich habe die Steuern abgezogen natürlich. Also ich habe jetzt ungefähr herausgefunden, was ich wahrscheinlich an Steuern zahlen muss. Weil mir ist immer wichtig, dass ich vom Nettobetrag ausgehe. Weil Steuern ist mir erstmal dann im Moment egal. Das kann man später alles noch regeln. Und ich werde auf jeden Fall für die Stadt arbeiten. Das heißt, ich habe auf jeden Fall stadtmäßig einen sicheren Job mehr oder weniger. Müllabfuhr, wo ich auch in Fanshop mal war, wo ihr auch von mir auf Social Media, wie zum Beispiel bei Facebook und ich glaube auch Instagram, ein paar Sachen sehen kann. Und da ist es jetzt so, ich habe meine Mittel, wie ich investieren kann. Ich habe die Wege, die ich gehen werde. Ich habe einige Leute, die ich in meinem Umfeld habe, die auch investieren bzw. nicht investieren. Und der Real Talk ist aber, dass man einfach etwas tun muss, was man auch nicht unbedingt tun will. Aber man sollte es tun, denn sonst kann es sein, trage ich jetzt mal hier im Wäschekorb rum, dass man, wenn man das nicht tut, sich das Leben viel schwerer macht. Und ja, ich bin jemand, ich kapiere es einfach gerade wirklich nicht, dass ich einfach nur machen soll und einfach mal mich zum Affen machen ein bisschen. Das ist jetzt nicht wirklich so gemeint, wie es viele auf Social Media meinen, dass die irgendwie sich blöd verhalten, rumtanzen, wie auch immer. Gut, das ist auch teilweise Komfortzone. Aber, jetzt muss ich den Wäschekorb wieder, Wäscheständer holen, dass ich hingehe und sage, ich mache das, weil es geht um mein Leben, es ist meine Zukunft und niemand anderes hat über meine Zukunft zu entscheiden, außer ich selbst. Und ja, das Licht hier ist ein bisschen blöd, ja, die Kameraführung ist ein bisschen blöd, aber ich arbeite hier nebenher. Also ich muss die Wäsche noch aufhängen, dass sie dann übers Wochenende trocken wird, beziehungsweise hoffentlich bis morgen oder beziehungsweise heute Nachmittag. Und ich bin jetzt dabei, Bücher zu lesen. Ja, das wird ein längeres Ding. Also hier, Buch lese ich. Ist ein neues Buch, habe ich schon reingelesen, ist sehr gut. Ich lese noch ein anderes Buch, so habe ich jetzt keinen Bock da rauszugraben. Das Buch hier lese ich bald weiter, ich bin ja in der Mitte ungefähr. Das ist das Buch hier von Napoleon Hill. Das Buch hier habe ich noch nie gelesen, also noch nie reingelesen, nur halt mal vielleicht ein, zwei Zeilen. Und ich gehe bald auf ein Seminar von Jürgen Höller, Esslingen. Und ich gehe auf ein Seminar wahrscheinlich auch, also ein bisschen, was heißt Seminar? Es ist mehr oder weniger so eine Veranstaltung eher gesagt, von Markus Streins. Und ich habe in den letzten Tagen, in den letzten ein, zwei Wochen so unglaubliche Fortschritte gemacht. Ich habe einen Coach, den ich bezahle. Ich habe die Masterclass bei Liberator. Ich habe diese Calls mit einer kleinen Gruppe aus 3 bis 4 Leuten, wo wir im Call sind, wo unser Coach dabei ist. Und durch diese zwei Thematiken und auch durch Calls, die ich mit Leuten hatte vom Business, Thema Dating, Thema Weiterbildung, mit Thema Buch, Verkauf, Werbung und so. Jetzt zeige ich euch jetzt doch das Buch. Hier. Und in diesem Thema bin ich jetzt so drin,
Und ihr seht, mein Schreibtisch ist voll von Papier. Das ist einfach, weil ich da wirklich, ich denke auf Papier im Moment wieder und ich mache hier mir Skizzen. Also ich mache hier, um dass ihr das sehen könnt, was hinter dem Thema steckt. Ich drehe mal die Kamera um. Also ich mache mir Arbeit für meine Kontenmodelle. Das sind jetzt 1, 2, 3 Modelle. Das ist nicht fertig. Und die mache ich mir, um herausfinden zu können, wie ich denn hier mein Geld anlegen kann. Und das ist wirklich die Arbeit, die ich gerne mache, weil ich will gerne meine Finanzen unter Kontrolle haben. Und wer meint, er müsste sein Geld nicht unter Kontrolle haben oder sein Geld irgendwie nicht verwalten oder er meint, er müsste nicht investieren. Ich hoffe, ich liege ein Stück weit falsch, aber wir werden sehr wahrscheinlich bald eine Situation haben, wo alle sich hoffen würden, dass sie so ihr Geld anlegen und investieren und von mir ist auch ein bisschen verzichten. Also ich sag mal so 10% Spaßkonto, 10% Investmentkonto und von diesem Rest dann eben Hälfte. Also du machst im Prinzip nach Steuern, was du halt so an deinem Haus hast, Miete und so, aber bevor das alles weggeht, wenn du es nicht anders kannst, dann machst du es halt nachher, aber du machst 10%, 10% oder rechnest es halt nochmal auf, dass du halt im Prinzip diese 10% hast und dann gehst du hin und rechnest dir das Ganze runter, was du verzichten kannst. Hast du Abos? Also YouTube-Abo habe ich zum Beispiel auch, weil ich höre gerne im Gym Musik und Spotify brauche ich nicht, weil ich höre auch, ich gucke auch gerne Inspirationsvideos, Motivationsvideos. Deshalb, ich hasse Werbung. Ich will keine Werbung bei meinem Flow haben. Das heißt, ich gucke mir stundenlange Videos an. Ich gucke mir Filme an, wo ich keine Werbung haben will, weil die mich einfach stört vom Mindset-Thema auch. Weil wenn ich jetzt eine Werbung habe, die mir was verkaufen will, verkaufen ist gut, ja, wichtig. Man muss Geld verdienen. Es gibt auch natürlich viele schwarze Schafe da draußen. Aber wenn ich jetzt wirklich sage, ich gehe hin und will meinen Flow haben, ich will jetzt mir ein Motivationsvideo reinschauen, dann will ich nicht irgendein Video, wo mir jemand was verkauft. Und es ist einfach so. Dann zahle ich diese 11 Euro im Monat für mein Abo. Dafür habe ich aber einen freien Kopf und kann mich konzentrieren und habe keine Ablenkung. Und das musst du als Investition sehen. Denn es kostet dich Nerven, wenn du sagst, okay, Werbung wegklicken, Werbung wegklicken. Und dann ist es so, du gehst hin, machst neue Videos, machst YouTube-Videos, so wie ich jetzt. Ich gucke, dass ich jeden Tag ein, zwei Videos hochlade. Auch wenn es kurze sind, auch wenn es irgendwelche anderen Dinge sind. Hauptsache, du machst irgendwas und mach dich zum Affen irgendwie. Hauptsache, du kriegst deine Videos voll. Aber mach nicht irgendwas, wo du jetzt irgendwie sagst, okay, fühle ich mich nicht wohl. Brauchst du auch nicht machen. Sag keiner, dass du dich nicht wohlfühlen sollst. Jetzt muss ich hier gleich meine Sachen aufhängen. Auf jeden Fall der Punkt ist, du gehst hin und investierst. Wenn du mehr wissen willst, dann schreib mir in die Kommentare. Und auf TikTok und so könnt ihr mir auf jeden Fall auch schreiben. Muss ich euch da jetzt mal hinstellen. Ach, geht nicht, egal. Auf jeden Fall, ich mache das jetzt hier mal mit einer Hand. Das wird jetzt ein bisschen blöd hier wirken, aber ich mache es einfach. Und zwar, Hose umdrehen. Und wer das jetzt nicht, also diese nächsten Jahre werden so eine Veränderung darstellen, die so enorm ist, wo man sich denkt, oh, wie kann das passieren? Die meisten Leute werden sich wahrscheinlich, oder viele Leute, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber viele Leute werden einfach blind dabei zugucken, passiv dabei sein und würden da wahrscheinlich sagen, okay, ich bin mir nicht sicher, ich mache da nichts, obwohl sie zum Beispiel meine Eltern bekommen von mir Informationen, die sie nutzen können. Eine in der Familie bei uns hat schon was mit Gold gemacht. Man kann das schon sagen, weil das ist ja alles ein Stück weit anonym hier. Und wenn ich nicht noch weiter einsteige, geht es ja auch. Werde ich auch nicht machen. Ich werde das alles so bleiben, wie es ist. Ich werde euch nur sagen, wie die Sache ist. Denn ihr müsst verstehen, ich mache das für euch und für mich. Und wenn die Leute da draußen meinen, sie müssten nicht irgendwo investieren, dann sage ich euch, ihr seid verloren. Und wenn ihr jetzt meint, es würde hier nichts passieren, die Regierung schützt uns, um da jetzt auch mal politisch zu werden, weil das ist ein politisches Thema. Was denkt ihr, wie schnell kann es dazu kommen, dass auf einmal die Überwachung da ist, dass auf einmal der digitale Euro da ist, dass auf einmal die Leute sagen, oh, ihr habt jetzt ein CO2-Konto, wo ihr jetzt zahlen müsst oder wo ihr jetzt nur noch für ein Jahr eine Währung hier habt, wo ihr dann in einem Jahr ausgeben müsst, weil sonst verfällt das Geld und ist nichts mehr wert. Und wenn man sich das alles mal vorstellt, was ja auch schon teilweise diskutiert wird, dann frage ich euch ganz ehrlich, ich hoffe, dass das Video auch online bleibt,
Was wäre, wenn ihr euch einfach frei entscheiden könntet? Ihr sagt einfach, okay, ich gehe jetzt ins Ausland, ich habe genug Kohle. Ich verdiene passiv Geld, ich habe passiv meine Einnahmen, ich habe meine Konten, die generieren Geld. Ich habe Kontakte, die mir Geld, die mir Geldmöglichkeiten zum Investieren bringen. Also Investmentmöglichkeiten aufzeigen können, die mir Geld bringen, so gesagt. Und das ganze Thema ist so wichtig, dass ich es einfach aufgreifen musste jetzt. Das ist Real Talk. Ja, ich weiß, das Video dauert länger. Das lohnt sich aber zu gucken. Und ich weiß, es ist ein bisschen wackelig, aber so ist das Leben. Man kann nicht immer alles einwandfrei haben. Und ja, es ist vielleicht Minimalismus, aber ich werde mir irgendwann einen Kameramann holen, der mich dann auch filmt. Meine Frisur werde ich auch bald schneiden lassen, weil die nervt mich auch. Und fürs Training ist er einfach zu bäh. Und was ich jetzt bald machen werde, werdet ihr im Laufe der Zeit mitbekommen. Ich werde wieder anfangen, also mein Laptop kann im Moment gerade nichts machen mit größeren Videos, die packt er einfach nicht hochzuladen. Handy wird jetzt erstmal genutzt und im Weiteren sage ich, teilt ordentlich, verfolgt die Medien, aber nicht wirklich die Nachrichten, weil wenn ich jetzt 5 Minuten Nachrichten höre, ich wäre soweit, ich könnte mich erschießen. Weil ich kann es nicht ertragen. Also das Einzige, was ich vielleicht mal anhören kann im Nachrichten, ist Wetter. Aber alles andere kann ich vergessen. Und ich habe mal im Auto meinem Opa 100 Sekunden Nachrichten vorspielen lassen. Und ich dachte mir so, Leute, wollt es euer Ernst sein? 99% von diesem Thema, was ihr gerade gespielt habt, ist nur im Ausland. Wir sind in Deutschland, wir sind nicht im Ausland. Und da waren nur negative Dinge. Irgendwelche Sachen über Krieg, Militär und sowas. Schön und gut, ja, aber was hat das mit uns zu tun? Über den Grenzen. Und dann noch eine Sache, Wetter ist gut, aber mal so gesagt, es gibt noch viel über Verbesserungspotenzial ins Positive rein. Und ja, ich sage jetzt gute Nacht und hänge jetzt meine Wäsche voll auf. Wir sehen uns im nächsten Video, euer Action Anthony, bis dann, haut rein.